Hallo Leute, es geht weiter mit Wolf, The Red Hood Diaries. Ja, zuletzt habe ich mich gefragt, was ich machen soll. Und zwar hat das ja die Kisten beim hinteren Rad, nicht da, wo wir jetzt stehen, rausgeholt. Und wir haben ja oben diese Sequenz gehabt, wo sie meinte, sie kann nicht schwimmen. Jetzt muss ich aber, glaube ich, erstmal das hier wieder ausschalten. Also in dem Falle anschalten, also dieses Pechzeug rauskommt. Aber so gehen die Dämpfe halt an und aus. Sonst sind die ganze Zeit konsequenter. Es bringt also nichts vor, zurückzulaufen, wie ich es vorher gemacht habe. Deswegen schalte ich an dieser Stelle rein. Und dann müssten wir das eigentlich auch wieder schaffen. Müssen wir halt da wieder hin, wo die Dämpfe sind. So. Wunderbar, geschafft. Und jetzt müssten hier die Kisten kommen. Und sie kommen. Rauf mit dir. Lovely odor. I wish I'd left my nose at home today. Hey, wieso hältst du dich denn da nicht fest? Warum hält sie sich da nicht fest an den Stangen? Geht das nur von den Kisten aus? Ah. Hä? Komisch. Also wenn man direkt dran springt, geht's nicht. Aber wenn man so einen Doppelsprung macht, schon. Naja. Steuerung ist halt etwas gewöhnungsbedürftig, aber... Only creatures from hell could live in this kind of smell. And I thought I had a crappy place. Come on, you Pied Piper. I'm running out of patience. Time to show your face. Irgendwie muss doch diese Tür aufgehen. Oder man kommt da irgendwie anders ran. Ich werde auf jeden Fall mal diese Ratte hier klein machen. Hey, wieso lebst du denn noch? Blödes Vieh. Ich weiß nicht, wie man da hinten an dieses W rankommt, aber das werden wir auch noch hinkriegen. Au, au! Holding my own feet to the fire wasn't exactly what I had in mind. Okay, sehr gut. Hier müssen wir uns aber beeilen, sonst wird uns schnell Feuer unterm Hintern gemacht. Und hier jetzt? Was mache ich hier? Ah, ich kann darüber. Ich springe immer lieber jetzt mehrmals, damit es auch wirklich klappt mit dem Festhalten. Yeah! Was mache ich jetzt? Weil das geht jetzt auf Zeit, das ist mir klar, aber ich komme ja hier links gar nicht durch. Oh, ups. Wie lange hält das denn an? Ich mache das lieber mal nochmal. Oh, Mädel. Wo muss ich überhaupt lang? Wie viel Zeit habe ich denn? Okay, ich habe eine ganze Weile Zeit. Ich mach's nochmal. Jetzt halte ich da fest. Ey, warum hält sie sich denn nicht fest? Das passiert ja automatisch. Ich kann da ja nichts machen. Ja. Ja, komm. Jetzt regt es mich langsam auf hier. Mach schon. Ja, komm, halt dich weiter fest und geh. Die Zeit rennt. Ich weiß nicht mal den Weg, wo es jetzt lang geht. Geh einfach weiter. Komm schon. Ich glaube, da hinten müssen wir jetzt hin.
Ja, komm. Nein! Oh Mann, oh! Oh, wie ärgerlich. Oh, jetzt habe ich es fast geschafft. Das machen wir nochmal. Jetzt weiß ich wenigstens, wohin. Ja. Ich weiß nicht, warum sie sich manchmal festhält und manchmal nicht. Kapiere ich nicht. Ja, ja, er hält sich fest, dann springe ich aus Vorsicht nochmal. Ey, oh Mann, ärgerlich. Leck mich doch, Spiel. Oh, es tut mir so leid, Leute. Ich kann nichts dafür. Ich gebe mir echt Mühe. Geh jetzt rüber und halt dich da verdammt nochmal fest. Ja, endlich. Geschafft, ey. Müssen wir nur noch das letzte Stück schaffen. Beeil dich, beeil dich. Wir sind auf jeden Fall noch besser in der Zeit als gerade eben. Lass mich los, du Ratte. Ja. Yeah. Was mache ich jetzt? Nein! Oh Mann, dann kommt das von alleine runter. Aber wir sind drüben. Okay, wir haben das geschafft. Und jetzt? Ach so, das geht jetzt wieder auf Zeit. Jetzt muss ich wieder andersrum. Alles klar. Okay, hab's kapiert. Kommt die Ratte wieder. Ignoriere die Ratte. Schnell, schnell. Kleines Rotkäppchen. Und bitte halte ich da fest. Bitte, bitte, bitte. Ey. Ich verstehe es nicht. Es wird jetzt daran immer hapern, ne? Dass ich jetzt hier 100.000 Mal das machen darf, weil ich sie sich nicht festhält. Das ist so blöd. Ja, halt dich fest. Nein! Oh Mann, nein! Sie hat sich festgehalten. Und oh Mann, oh. Oh Mann, oh. Komm, Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Warte, machen wir nochmal. So. Hui, das war knapp. Bitte, halt dich fest. Ja. Ich glaube, ich schaff's diesmal. Komm schon. Yeah. Was mache ich jetzt? Oh Gott. Schnell. Gott sei Dank. Endlich. Moment. Kann man hier links lang wegen diesem W? Nee. Weil die Zeit läuft immer noch und es irritiert mich irgendwie. Ja, aber klar. Also wenn man direkt ranspringt, funktioniert das auf keinen Fall. Wenn man einen Doppelsprung macht, dann schon. Aber man hat es halt manchmal schwierig, einen Doppelsprung zu machen. Deswegen. Und jetzt nochmal. Und dann hält sie sich nämlich auch fest. Voll komisch. Eigentlich glaube ich aber nicht, dass es so gedacht ist. Oh. Okay. Sollte man sich vielleicht auch merken, die Stelle. Yeah.
So, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, okay. So, und dann drehen wir das Rad jetzt auch nochmal. Mal gucken, was das bewirkt. Dann geht die Klappe runter. Alles klar. Und hier geht's wieder hoch. Really send a plumber down here. When father met my mother, it was love at first sight. Marriage soon followed with a handful of guests and a spit-roasted pig. Their future looked bright. Until one day, she didn't come home. On the table was a note. I'm picking flowers in the woods. Another search notice in the paper. An insufferable tragedy for the Hoods. Ich finde das ziemlich cool, dass hier immer so nebenbei die Geschichte läuft, aber es ist halt schwierig zu spielen und zu lesen. Abgesehen davon, ja, finde ich das ziemlich cool. Es gibt dem Ganzen halt so einen mysteriösen Hauch irgendwie. Gibt es jetzt hier noch einen Weg weiter oder nicht? Das Rad kann ich nicht mehr drehen. Hier komme ich auch nicht mehr zurück. Muss es einen Weg geben, den ich gerade übersehe? Vielleicht hier vorne. Ah, hier vorne. Ah, wie witzig. Ich habe sogar die Holzplatte stehen lassen. Die wäre bestimmt eingebrochen. Und stirb. Oh. Oh, die lebt ja immer noch. Immer noch. Oder? Nee. Hä? Komisch manchmal. Nein. Komm. Halt dich daran fest. So, wo sind wir jetzt hier? Oh, was ist das denn für ein Vieh da oben? Ih, der sieht aber gruselig aus. Ich gehe unten lang. Was passiert jetzt? You, even uglier in the flesh. What's your plan? Hit me with that dreadful flute? The only thing that hurts is my ears. Was it you who took my mother? And what about my father, Joseph Hood? Speak, or stay forever mute. Mohaha, Rache. Oh nein, voll die Riesenratte. Ih, wie eklig. Oh nein. Jetzt müssen wir gegen sie kämpfen, oder? Was? Das mit dem Zusammendrücken, um eine Bodenattacke auszuführen. Ich muss immer erstmal ausprobieren, welche Taste das ist. Ich hoffe, es ist LT, wenn ich das richtig sehe. Ah, okay. Okay, alle tot. Blödes Monstervieh. Scheiße, sie stirbt. Oh Mann, oh. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Okay. Your ass, or is it me? Ugh.
Mann, die soll sich mal wieder regenerieren. Wie jetzt? Wow, das ist ja alles vergiftet hier. Shit. Wow. Wow. Okay. Nein. Nein. Nee. Hilfe. Was sind das für alles für komische Fallen hier? Und jetzt muss ich das nochmal machen. Und ich blick hier gerade gar nicht durch, ganz ehrlich. Voll 1000 neue Fähigkeiten hier. Woohoo! This axe kicks a major ass. Or is it me? Oh Mann, oh, jetzt geht das wieder los. Ey. Was soll ich denn hier machen? Jetzt wollte ich schnell wieder da runter und ich blick hier überhaupt nicht durch. So, ich habe jetzt nochmal das Rad gedreht, auch wenn ich das nicht kapiere. Ja, you. Jetzt kommt wieder meine Special-Attacke. Ja, mach schon. Ja, ich hab's kapiert. Woohoo! This axe kicks a major ass. Or is it me? Ja, irgendwie funktioniert das nicht so gut diesmal. Ich mach die ganze Zeit dasselbe, aber irgendwie ist es viel schwieriger, als ich dachte, ja? You. So, was mache ich jetzt? Ist das richtig, dass ich jetzt hier unten stehe oder nicht? Weil dann vergast sie vielleicht langsam. Die soll mal da oben sterben jetzt. Ach, jetzt stehe ich automatisch oben. Nee, ist klar. So, und nun? Kann ich die Gase jetzt an- und ausschalten oder nicht? Jetzt bin ich hier, und nun? Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ich muss die Riesenratte irgendwie töten, aber ich weiß nicht wie. Hau voll auf sie drauf. Das geht nicht. Ja, komm, stirb. Ich glaube, wir müssen die Ratte vergiften. Anders geht das doch gar nicht, weil die verpieselt sich dann auch immer. Major ass, or is it me?
Kann die nicht mal sterben? Nee, ist klar. Komm wieder raus, du blöde Ratte. Ja, nun stirb da oben, du Ratte. Ist sie endlich tot? Guck mal, sie war doch jetzt in den giftigen Gasen. Kapier ich nicht. Musician and a jock. Your mother must be proud. I'll get you. Just you wait. Wow, wir haben es geschafft, aber ich weiß nicht wie. Kapier ich nicht. Was haben wir denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Check ich nicht. So, this is where he's hiding. Not only his creep self, but those poor girls as well. I can smell their fear. The bad dreams haunting them at night. Their pillows wet with tears. Mothers unaware of their plight. The devil's dormitory spooks the crap out of me. Ich weiß nicht, wie wir das mit der Ratte gerade geschafft haben. Was ich da gemacht habe. Ich wollte mich eigentlich immer in der linken Seite verstecken, wo die anderen Ratten waren. Das war jetzt so mein letzter Plan. Wo die immer rauskommt, dass man da reingeht und das Tor dann runtergeht, so irgendwie so. Halt die große Ratte in die Falle locken. Aber weiß auch nicht. Irgendwas habe ich wo gemacht, was ich sonst nicht gemacht habe. Hauptsache, es geht jetzt endlich weiter. Ja, das war wohl zu schnell gedacht. So, nochmal. Oh, wow. Okay. Kommt das Zeug auch wieder runter? Ja, jetzt. Dann aber hurtig.
Hier geht irgendwas auf Zeit. Ich beeile mich. Hui. Bestimmt war das Tor vorher offen. Oh nö. Ich will da durch. Dann sterbe ich halt. Na und? So, nochmal. Schwierig. So, es geht runter. Ja, ich sehe, da oben geht das Tor runter. Alles klar. Schnell, schnell, schnell. Nein, nein, nein. Schnell, schnell, schnell. Hui, wir haben es geschafft. Prima. Ein Fahrstuhl. Wir haben es ja im Moment mit Fahrstühlen. Industries headquarters, where the factory staff had their office, where my father used to slave away. It's in this awful building that his lifeless body was found. A bookcase covering his chest. The collected works of Da Vinci accompanied him in eternal rest. Early that Thursday morning, Hawker set up stalls and goods. When word of his death reached the market and a friend of father was summoned to bring the bad news to the woods. Tut mir leid, dass es immer so ein bisschen ruckelig aussieht. Das liegt, wie gesagt, nur an diesem Unreal Engine-Kram. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht. Ach ja, ich kann die ja angreifen. Ja. Ja? Wo sind die schnell? So, alles einsammeln. Unsere Energie ist nämlich nicht so toll. Ich weiß auch nicht, was diese blauen wie Erfahrungsdinger zu tun haben. Kann ich noch weiter nach rechts? Ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Nach oben, nach unten. Ah. Ja, dann hangel da mal rum. Good thing I'm not afraid of heights. Ja, ich würde mich das, glaube ich, nicht trauen. Oh. Man kann das doch nicht erkennen, ob man direkt darauf landet oder nicht. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ach ja. Huf, das blinkt hier auch. Und hier auch. Warum? Weiß ich nicht. Die Kiste blinkt. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Es hat für mich aber auch so ein bisschen irgendwie Alice im Wunderland-Style. Ich glaube, so bin ich besser drauf, oder? Nein, natürlich nicht. Ich sehe nicht, wann ich drauf lande. Ich weiß nicht, warum. Ich bin zu blöd für sowas. Halt dich ja fest, genau. Mir fehlt so... wie bei Lara Croft jetzt so die Funktion, dass man schneller hangeln kann, die ich brauche, wenn ich immer wieder runterfall. So. Jetzt ist sie irgendwie, ich weiß nicht, springe aber auch immer dann so nach vorne. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ich bin zu doof dafür. Ich schaff das nicht. Vielleicht soll man aber auch gar nicht da drauf landen. Kann das sein? Dass man gar nicht auf diesem Holzteil landen soll. Ich versuche das jetzt mal gar nicht da drauf zu landen, sondern direkt rüber zu springen. Vielleicht mache ich mir mein Leben auch echt zu schwer gerade. Und will da darauf die ganze Zeit landen und sie soll da aber einfach nur rüber auf die andere Seite. Das kann ja auch sein. Ja, das wäre so typisch mein Denken. Viel komplizierter denken, als es ist. Sieht aber doch sehr danach aus, als soll man darüber, oder? Komisch. Ja. Also egal, wie man es macht, ich mach's falsch. Ist total der Fail-Part eigentlich. Tut mir leid. Oh Mann, oh. Genau, am besten schaffst du jetzt nicht mal das mehr. Ich bin so doof, auf dem Holzteil zu landen. Ich sehe das immer nicht, ob ich zu weit... Weiß ich nicht. Sieht immer aus, als würde sie viel zu weit hinten oder zu weit vorne sein am Ende. Ja, ist mir recht, ganz ehrlich. Ich lande da gar nicht erst drauf. Hauptsache, ich komme weiter. Soll mir recht sein. Ist in den Kisten immer irgendwas drin, oder? Ach, ich kann die runterschubsen. Sag das doch einer mal. Ja, Doppelspringen. Und wohin? An die Turmuhr? Turmuhr doch eher nicht, oder? Nein, warte. Nein, nein, nein. Ja, ist mir klar, dass du stirbst. Auf der anderen Seite, da ist auch noch so ein Ding, was man bestimmt hochdrehen muss. Ich kann die Kisten einschlagen. Warum sagt mir das denn keiner? Oh Mann, deswegen blinken die immer. Jetzt habe ich schon 1000 Kisten übersehen, glaube ich. Wie doof. So, und hier soll ich hin, aber ich würde eher auf die andere Seite doppelspringen, aber das ist ja noch gar nicht oben. Also glaube ich nicht, dass wir hier hin können. Ich glaube, da gibt es noch mehr zu tun. Unten. Und da sind ja auch noch mehr Kisten, dann können wir uns die jetzt alle schön holen. Hey, ich bin sogar mal drauf auf dem Ding gewesen. So, ganz viele Kisten, die ich... Kann man sie doch nicht einhauen? Hm, aber die blinkt doch. Doch, ach so, es geht immer nur von einer bestimmten Seite aus. Ach so, ja, hier unsere Tagebucheinträge. Die darf ich auf keinen Fall vergessen. Ich glaube, wir haben nämlich voll viel zu lesen mittlerweile. Oder auch nicht. Vielleicht übersehe ich auch 1000 Sachen. Zum Beispiel hier die Gründung von Ulrika Teil 1. Mega viel zu lesen. Ich lasse es einfach mal eben auf. Oder überlegt euch, sagt es mir bis zum nächsten Part. Möchtet ihr, dass ich das vorlese? Ansonsten könnt ihr, während ich gerade sabbel, Pause drücken und es selber durchlesen. Wenn ihr das möchtet, dass ich das vorlese, dann mache ich das auf jeden Fall noch im nächsten Part. Ansonsten lese ich mir das im Geheimen durch. Das war nicht so schlau. Blub, blub. Und noch eine Kiste. Kann man aber irgendwie auch nur in so einem bestimmten Winkel immer machen, habe ich das Gefühl. Das ist die Kiste, die ich runtergeschubst habe, oder? Ich kann mit der noch was machen. Tja. Ja, ich kann zum Beispiel von hier aus jetzt immer hochspringen. Das
heißt, ich habe mir die Kiste runtergeschubst, weil ich runter sollte. So, der Weg ist frei für irgendeinen Hebel, den ich noch nicht entdeckt habe. Irgendetwas muss ich hier auf jeden Fall noch machen. Ich meine, da hinten waren wir auch noch nicht unten, oder doch? Doch, am Anfang waren wir hier. Aber ich weiß nicht, wie man das andere Plakatteil, also dieses von dem Wolf-Ding, da runterholen kann. Das ist bestimmt irgendwo hier unten das Rad. Ach, noch mehr Soldaten. Überall Soldaten. Das müsste halt nach oben geklappt werden, das Plakat über uns. Ja, ich werde das aber einfach mal im nächsten Part machen. Von Wolf, The Red Hood Diaries. Trotz meiner Fails hier hoffe ich, dass es euch etwas Spaß gemacht hat. Und ja... Wie gesagt, als nächstes würde ich sagen, lesen wir endlich mal die Tagebucheinträge. Und da habe ich anscheinend echt schon einiges übersehen. Bestimmt auch durch die Kisten, die ich immer nie eingeschlagen habe. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Weil anscheinend bekommt man dadurch auch Tagebucheinträge. Ich habe mich immer gewundert, wieso die blinken. Aber irgendwie habe ich das daran nicht gedacht, dass ich die mit meiner Axt jetzt zerhauen könnte vielleicht mal. Vor allem da es ja auch manchmal klappt und mal nicht. Aber egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann.